So, im Juni 2020 haben Thilo, Sabine und ich einen Ausflug auf den Südfriedhof nach Leipzig unternommen. Der Thilo, der hat ja schon dankenswerterweise den ersten Teil unserer Exkursion zusammengestellt und ins Netz gestellt. Und ich habe mir jetzt die Zeit genommen und einen zweiten Teil fertig gemacht. Im zweiten Teil für mich die wichtigste Person ist der Klaus Renf. Das wurde auch schon in einem Kommentar angefragt. Wo ist denn das Kläuschen? Hier ist er heute zu sehen. Solltet ihr Interesse haben, den Südfriedhof in Leipzig zu besuchen, dann besorgt euch den Plan vom Südfriedhof. Schickt einen frankierten Rückumschlag an die Info vom Südfriedhof und ihr bekommt den Plan zugeschickt. Noch ein Tipp, solltet ihr es tun. Wir haben dann zum Schluss erst herausgefunden, dass es eine Anwendung im Internet gibt. Den Link, den gibt es in den Bemerkungen. Über den Südfriedhof. Es ist wunderschön. Ihr gebt dort in der Suche den Namen der Person ein, die ihr sucht. Zum Beispiel Marinus van der Luppe. Klickt auf Suchen und dann kommt eine Auswahl. Dort muss die Person angeklickt werden. Wenn es denn klappen würde. Aha, hier hinten ist ein Auge. Und das Grabmal Marie wird angezeigt. Und wenn ihr dann auf die Koordinaten klickt, die Koordinaten anwählt, erscheint ein Plan vom Südfriedhof mit einem roten Punkt. Wenn man das aufzoomt, dann sieht man wunderbar die Lage von diesem Grab. Und anhand des anderen Planes, den ihr euch habt schicken lassen, lässt sich dann dieses Grab sehr leicht finden. Lasst euch überraschen, was ihr heute sehen werdet. Der dritte Teil ist dann auch in Arbeit. Und dort sind dann die Gräber von zum Beispiel Fred Del Mare, Cliff Eros. Wer ist Cliff Eros? Das war der Begründer des Zirkus Eros, einer der bekanntesten Zirkus in der damaligen DDR. Und von Alexander und Gertrud Neroslow zu sehen. Erst einmal viel Spaß beim Schauen. Bis dann, man sieht sich. Wir sind jetzt auf dem Weg in die zweite Abteilung und wie gesagt, jetzt suchen wir erstmal den Ferdinand Frege. Schauen wir mal, der muss hier irgendwo links sein. Hier ist, oh, hier ist noch jemand anders. Nee, ganz nebenbei. Ein Thomaskantor. Der Thomaskantor Günter Ramin sagt mir nichts, aber es gibt viele bekannte Thomaskantore, die hier auf dem Südfriedhof begraben sind. So, aber wir waren ja nicht auf der Suche nach dem Ramin, sondern wir wollen ja den Frege. Einfach im Vorbeigehen noch einen Bekannten entdeckt. Nicht von mir, aber Arthur Nickisch. Das war ein Gewandhauskapellmeister. Und das Gewandhaus in Leipzig als Aufführungsort von Musikstücken, das ist ja bekannt. Ja. Der bekannteste Gewandhauskapellmeister für mich, das ist Kurt Masur. Und den werden wir auch noch besuchen und finden. Aber jetzt geht's zum Frege. Der muss hier irgendwo sein. Ist er das? Nee, die Familie Herford. Ich kenne einen, der heißt Herford, der ist aber nicht aus Leipzig. Wir sind beim Ramin gewesen, da kann ja der Frege gar nicht so weit weg sein. Der ist irgendwo hier. Nee, doch, hier, Christian Herbert Frege. Bankherr. Ach, was ist das Interessante an dem Namen Frege? Also, Kenner der Rockmusik,
die wissen, dass der unter Punkmusik, wobei das ist für mich nicht Punkmusik, das ist irgendwie nur Schlager, aber der Sänger der Toten Hosen, der heißt bürgerlich Andreas Frege. Und entfernte Verwandte von ihm, die liegen hier. Die sind nicht direkt miteinander verwandt, aber die Vorfahren vom Herbert Christian, vom Christian Herbert Frege, das muss Onkel vom Großvater oder vom Urgroßvater vom Campino gewesen sein. Und hier ist er. Und das ist eigentlich erstaunlich. Oder hier, das ist Sophie Helene Frege, geborene Gräfin Fitztum. Da ist der Frege, er ist sogar noch adlig. Dort ist der Christian Ferdinand Frege. Also, hier sind irgendwelche von der Sippe vom Campino begraben. Und das ist ja das irgendwo das Erstaunliche für mich, wie klein die Welt ist und dass sich der Kreis irgendwo wieder schließt. Okay, und jetzt geht's weiter. Schauen wir mal. Jetzt geht's zu einem Ort. Da sind sehr viele Bekannte begraben. Der Günter Mattheuer, der Peter Gläser, der Klaus Jentsch. Das ist aber nur der Name, der Geburtsname seiner Mutter. Mit dem Künstlernamen oder mit wie er sich genannt hat, heißt er Klaus Renft. Und das sollte dann den Musikliebhabern schon wieder ein Begriff sein. Na, schauen wir mal. Aber irgendwie sind wir jetzt verlassen. Aber wir finden die. Sie sind ja noch nicht aus der Welt. Wobei sie sind schon aus der Welt, aber unvergessen. Und hier ist jede Menge Leben. Kohlmeisen, Amseln haben wir gehört, einen Hasen gesehen. Ich will gar nicht wissen, was hier in der Nacht los ist. Wenn wir erstmal einen haben, haben wir sie alle. Also, mich wurde gerade gefragt, ob wir in der richtigen Abteilung sind. Wir sind's. Aber ich suche nicht zum Beispiel einen Wolfram Jacobi, der zwar Dirigent und Opernregisseur war, oder einen Professor Dr. Bernd Leistner, oder die Kammersängerin Rosemarie Pamler-Lang. Nee, ich suche einen Peter Gläser. Das muss doch hier irgendwo sein. Oder den slowenischen Kunstmaler Juri Šupić oder Šupić. Tja, oder den Meistersänger Norbert Thiel. Es ist zwar interessant, aber sind nicht die, die ich suche. Aber wir haben ja noch Zeit. Und weiter geht's. Sonst muss man mal jemanden fragen. Hier ist noch ein anderer Bekannter durch Zufall. Ein Gewandhauskapellmeister, Kurt Masur, ja, der auch einen Anteil mit, glaube ich, an der Friedlichen Revolution 89 in Leipzig hatte. Aber ich will nichts Falsches sagen, jedenfalls ein ganz bekannter, berühmter Dirigent, der hier in Leipzig gewirkt hat. Und wenn wir schon mal hier sind, also der Peter Gläser, der ist in einer Reihe mit doch bekannten, mir nicht so, aber ich denke schon bekannten Persönlichkeiten begraben. Professor Kurt Ramm, ich vermute, es ist ein Trompeter, weil eine Trompete eingraviert ist. Der Kammersänger Dieter Scholz sagt mir nichts. Kammersänger Professor Achim Wichert. Aber jetzt noch der Peter Silvester. Ich weiß es nicht, ich will nicht Falsches erzählen, aber doch scheint ein Künstler gewesen zu sein. Ich vermute, es geht in die Richtung Schauspieler.
Ich weiß es nicht. Aber jetzt hier noch der Professor Dr. Rudolf Skoda, Architekt. Im Vorfeld habe ich mich mal kundig gemacht. Der Rudolf Skoda war der Architekt jetzt vom neuen Gewandhaus hier in Leipzig. Ich bin dort 1983 oder 82 oder 84 mal drin gewesen zu einem Konzert von der Prager Philharmonie unter Václav Neumann. Das war ganz eindrucksvoll. Ich glaube, da haben sie die Moldau gespielt von Smetana. Also das ist auch etwas Hörenswertes. Also das ist der Architekt vom Gewandhaus und der hat auch die neue Messe oder irgend so ein Messeamt als Architekt gestaltet. Ja, und dann hier noch Max Bernhard, das sagt mir aber nichts. Gut, und jetzt gehen wir weiter. Nicht weit davon entfernt ist der, ich sagte es schon, der Klaus Jentsch. Aber er hat sich benannt nach dem Geburtsnamen seiner Mutter, Renft, Klaus Renft. Und das ist der Mitbegründer der Klaus-Renft-Kombo. Der hat schon vorher Musik gemacht bei den Butlers, The Butlers. Das sind sie aber auch mehrfach verboten worden. Und die Butlers haben mit, ich glaube, zur Beat-Revolution in Leipzig geführt. Gab es hier quasi von Jugendlichen Aufstände für Beatmusik. Ja, die Butlers sind verboten worden, dann haben sie ihre Zulassung wiederbekommen und er hat die Klaus-Renft-Kombo gegründet. Die Renft-Kombo, also Ballade vom Rockballade vom kleinen Otto, da ging es um Republikflucht. Oder Kettenwerten Knapper, chilenisches Metall. Die wollten anecken. Die hätten die beste Rockband der DDR werden können, wenn sie nicht verboten worden wären. Oder Ermutigung, also ein ganz toller Titel. Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. Doch dann kommt es darauf an, dass das Blut, das in uns fließt, seine Wärme halten kann, wenn sich's eiskalt um uns schließt. Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. Oder die Renft-Kombo hat Songs gehabt wie Sonne wie ein Clown. Wenn ihr die Gelegenheit habt, geht mal in eine Veranstaltung, in ein Konzert von Andreas Schirneck. Der war mal Nachbar von Klaus Renft und hat eine Hommage, hat ein Programm über Klaus Renft erstellt. Zuerst sieht man da ein paar Folien vom PC über das Leben von Klaus Renft und dann covert er Songs von der Renft-Kombo und da könnt ihr zum Beispiel auch hören Sonne wie ein Clown. Und wenn ihr Sonne wie ein Clown hört, das zaubert euch eine Sonne ins Gesicht. Also so viel zum Klaus Renft.